Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play I Am Alive. Jetzt gehen wir mal kurz hier runter. Wo können wir uns fallen lassen? Da unten, ne? Hier. Hier sollte es möglich sein. Ach verdammt, den falschen. Let's Kontrollpunkt neu laden. Ja. So, das ist auch gut gelöst. Ich habe aber kein Schmerzmittel mehr, ne? Nope. Aber ich habe jetzt 3 Munition. Da kann ich mich beim nächsten Mal jetzt gut verteidigen. Vielleicht noch irgendwo irgendwas rum. Ja, da hinten. Gut, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Das heißt, das hier ist optional. Schmerzmittel, Schmerzmittel. Schmerzmittel. Ich mag Schmerzmittel, da ist der Bildschirm nicht mehr ganz so rot. Okay. Wenn ich wenig HP habe, kann ich also so ähnlich so extrem laufen. Deshalb muss ich gar nicht dauerhaft klicken, sondern einfach nur gedrückt halten. Okay. Jetzt bin ich auch ein wenig klüger erneut. So wie im letzten Part. Ja, und wer mich gerade angeschrieben hat, war der Mr. Apparello, eines der Abonnenten, auch ein Teil ja, unserer Community, sag ich mal. Wir sind ja alle eine große Community, und zwar die YouTube-Community, aber mir ist aufgefallen, es gibt so verschiedene kleine Let's Player-Communities mit verschiedenen Let's Playern. Zum Beispiel gibt es da die Gronkh.de Community, die GameStar Community, die Game Inside Community, die Commentary Community und noch viele andere kleine, die keinen speziellen Namen haben. So und so eine von diesen ganz kleinen, die keinen speziellen Namen haben. Da bauen wir uns gerade eine auf zusammen mit dem Mr. Apparello und dem Lex LP. Hier hinten auch noch was? No. So, dann jetzt hier lang. Da hinten liegt noch was. May, tell me about Henry. Henry's a nice man. He was friends with my mom when he was stuck out so broken. He helped me when she got hurt. She helped him? How? Mommy worked at the hospital. She helped all sorts of people when they got hurt. But she always helped me first. Aha, interessant. Ich habe jetzt nicht alles mitgelesen können. Autos. Schade, dass ich nicht Auto fahren kann. In diesem Spiel. Das wird's richtig geil machen. Na gut, das wäre vielleicht ein kleiner Just Cause Klon oder auch nicht. Nein. So extrem ist Just Cause nicht. Okay. Hier scheint niemand weiter zu sein. Upsala, nice. Henry lives in this building. Ah, oh, ist er wirklich schon hier? Das heißt, hier sollte eigentlich nichts mehr passieren. Wenn wir jetzt hier oben hingehen. Und 3 Wiederholungen haben wir jetzt noch. Yay! Ach, einen Moment, ich möchte mal kurz gucken.
460 Minuten noch. Oh, Farbe. So, einfach mal ein bisschen rumgeschoben hier. So, ist ja ein Fenstermodus. So, you are Henry, right? Haben wir hier hinten? Was ist das? Wuttrinklösung? Schmerzmittel? Okay, was macht diese Trinklösung? Ausdauerkapazität plus? Okay, Schmerzmittel ist okay. Vielleicht mehr jetzt schon mal ein. Gesundheit, Ausdauerkapazität, Ausdauer. Ausdauerkapazität, Ausdauer. Okay. Hey, Henry. There's a bow on the table. Take it. It's yours. I used to kill time shooting at those targets. I figure practice never hurts. Ja, stimmt. Wie guckst du den an? Liebst du den etwa oder was ist mit dir los? Unbekannter, namenloser Held. Dessen Namen wir auch nie erfahren werden. Ich nenne dich jetzt einfach mal... John. Einfach nur, weil ich es kann, nenne ich dich John. A hunter's bow. Worth a try. Sie haben einen Bogen mit einem Pfeil erhalten. Pfeile sind sehr selten. Einmal abgeschossen, Pfeile können wieder eingesammelt werden. Üben Sie das Bogenschießen, bevor Sie sich mit Feinden anlegen. Mit Rad R Waffe wechseln. Vergessen Sie nicht, die Pfeile wieder einzusammeln. Ah, okay, das heißt, wir haben nicht mal hier freies Zielen. Und sagst du perfekter Treffer? Nein, natürlich nicht. Ah, okay. Ready? All right. We know there's a radio transmitter just here on the map. Linda triangulated a signal coming from there a few days ago. We're not sure what's there exactly. It's too much dust to see all the way to the street. But somewhere in there is what we need. Okay. Wurde das schon auf der Karte markiert? Jawohl. Wurde es. Moment, jetzt sind wir hier. Gott. Der ist geil. Der ist querschnittsgelähmt, aber trotzdem macht er alles Mögliche.
Ja, Kugeln können nicht wieder aufgesammelt werden, deshalb werde ich das einfach mal nicht ausprobieren. Ach, guck den nicht so an. Mensch, Skinne. Namei. Why isn't Omi back? Sie wird noch zurückkommen, keine Sorge, ich werde sie zurückholen. Für dich. Genauso wie ich meine Tochter zurückholen werde. Nein, eigentlich nicht meine, sondern die von diesem namenlosen Held, aber ach, ihr wisst schon, was ich meine. Drei Wiederholungen. Wenn sie sich in dichten Staub befinden, verbrennt ihre Ausdauer bis zum Tod. Kleide sie über den Staub, um sich auszuruhen und die Ausdauer wiederherzustellen. Oh, verdammt, schon wieder Staub. Ich mag Staub nicht. Staub ist ungesund. Ich bin jetzt hier vorne. Okay, aber ich würde sagen, bis zum nächsten Part und ciao, euer Justin.